Grüß Gott zusammen. Ich hoffe, es hat jeder geschafft, herzukommen durch den brutalen Schneesturmheit. Das Fahren war tatsächlich vorher nicht ganz so angenehm. Aber wenn man hier in den Raum runterguckt, dann ist er sehr, sehr gut gefüllt. Das freut uns riesig. Und darum vielen Dank, dass Sie alle den Weg hierher zu uns gefunden haben. Falls von all denen, die drumherum stehen, noch jemand Platz sucht, also es ist schon so zwischendurch, gäbe es immer mal noch Plätze, dann können wir doch noch zusammenhocken. Als allererstes möchte ich der Herr Bürgermeister Reschle noch als Ehrengast begrüßen. Schön, dass Sie uns bitten. Des Weiteren sind vom Musikverein Hasenwald und die Ehrenmitglieder Hugo Müller und Ferenc Ibele da. Die anderen beide lassen sich leider gesundheitlich entschuldigen. Dann haben wir außerdem die Vertreter etlicher umliegender Vereine gesehen, vor allem auch der, die mit an der Jugendkapelle und am Vorabkirche beteiligt sind. Auch schön, dass ihr halt alle da sind. Ja, also es war ein verrückter Weg seit dem letzten Konzert, wo wir hier oben gebracht haben. 2019 hat der Musikverein Haselweiler sein Jubiläumsjahr gefeiert und am Ende von dem Jahr ist ein Jubiläumskonzert angestanden. Im Winter 2020 hat uns dann alle die Corona-Pandemie kalt erwischt und das hat auch uns als Musikanten in einen relativ neuen Abschnitt gestürzt eigentlich fast schon. Wir haben sehr flexibel sein müssen in der Probearbeit. Wir mussten gucken, wo überhaupt noch Auftritte rauskommen. Wir haben dann mal ein Konzert geplant, das ist wieder abgesagt worden. Es war ein langer Weg. Dieses Jahr kamen neue Themen hinzu. Der Krieg in der Ukraine hat mit dazu geführt, dass auch die Flüchtlingsthematik hier relativ unklar war. Wir hatten unseren üblichen Konzerttermin schon gebucht gehabt. Da kam es zwischendurch auf, dass die Halle auch hier für Flüchtlinge belegt wird, was dann am Ende doch nicht eintroffen ist. Und darum waren wir zwischenzeitlich auf der Suche nach einem neuen Termin. Glücklicherweise oder glücklich und unglück ging es der Jugendkapelle ähnlich. Und dann haben wir gesagt, wir tun uns zusammen und haben dadurch eigentlich aus meiner Sicht eine sehr schöne Situation für alle geschaffen. Wir haben halt einen tollen Abend, auf jeden zumindest, wo das Orchester, die Jugendkapelle sowie unser Musikverein den Abend sehr schön musikalisch gestaltet hat. Und mich persönlich freut es auch eigentlich sogar riesig, dass ich mal wieder ein Konzert zusammen mit der Jugendkapelle durchführen darf. Ich bin tief in meinem Herzen drin, immer noch auch Kind der Jugendkapelle und bin sehr dankbar, dass ich die Zeit da verbringen durfte. Im Laufe von meiner musikalischen Laufbahn, die sich danach ergeben hat, war es immer wieder sehr, sehr hilfreich, so gut in dieser Gemeinde vernetzt zu sein. Bei uns war es damals in der Wilhelmsburg mal die Orgelzeile weitergeführt, aber richtigerweise zog die Weiler mit dazu. Und je schwieriger das auch immer gerade wird, als Musikverein zu überleben, umso wichtiger ist aus meiner Sicht, dass wir alle zusammenhalten. Das beste Beispiel genau dafür ist Orchester und die Jugendkapelle. Genau, wenn wir schon beim Thema Jugendarbeit, Jugendkapelle sind, sie sind außer alle an einer Tuba vorbeigelaufen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass es halt keinen festen Eintrittspreis gibt. Sie dürfen einfach kommen nachher, sei es in der Pause, sei es nach dem ganzen Abend, wenn sie sich entscheiden können, ob es wirklich schön war oder nicht, an dieser Tuba vorbeilaufen und da einfach was einlaufen. Dieser ganze Abend heute wird zu gleichen Teilen auf Jugendkapelle und Musikverein aufgeteilt. Das gehört alle Kosten an, das gehört sowie alle Erlöse an. Und es wird beides mal in die Jugendarbeit gesteckt. Mein Jugendleiter, der zeitgleich auch der Dirigent der Jugendkapelle ist, ist erst neulich wieder auf mich zugekommen und hat mir erzählt, wo es überall an Instrumente von Jugendlichen hapert. Das heißt, es ist immer gut investiertes Geld. Die Tuba steht draußen bereit. Sei jetzt einfach da, denkt jetzt noch daran, wenn sie kaputt kommen. Dann hat jetzt schon das Orchester den Abend eröffnet. Ich finde, das hat ihr ganz super gemacht. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Macht genauso weiter. Nach dem Orchester wird das Ganze die Jugendkapelle übernehmen. Ich denke, die sind genauso heiß heute wie mir alle andere auch.
und darauf wird es eine etwas größere Pause geben, bevor die Musik veranstaltet. Das wünsche ich Ihnen heute ganz viel Spaß. Genießen Sie den Abend, hören Sie alle aufmerksam zu und das wäre es auch von meiner Seite. Melodien, dynamische Effekte und kraftvolle Schlagzeugtechnik.
Lasst euch von unserem letzten Hit mit folgendem Equipment berauschen und schwingt eure Füße unter den Tisch. Wenn ihr im Abschlussfest Applaus spendet, berät euch Jonathan mit Bällen zu. Egal für euch.
Menschen. Hat das Stück nun mit uns am heutigen Konzertabend aufgeführt.
Auch dir, lieber Guido, herzlichen Dank dafür, dass du das Amt des Simca-Dirigenten übernommen hast. Im Programm fortfahren werden wir mit einem Titel des griechischen Komponisten Vangelis. Ab Mitte der 70er Jahre verfolgte er seine Solokarriere, unter anderem mit dem Schreiben von Filmmusik, und er galt als einer der Pioniere der elektrischen Musik. Seine bekanntesten Kompositionen sind sicherlich Chariots of Fire und Conquest of Paradises. Wir spielen heute ein Titel aus dem Jahre 1995, nämlich Voices aus dem gleichnamigen Album. Dazu wünsche ich mir gute Unterhaltung. Thank you.
Thank you.
Thank you.
darf euch auch ganz herzliche Grüße einladen. Wir haben die letzten Jahre an den Jukka-Konzerten relativ viel gesprochen. Und an die Frage dieses Jahr nichts zu schwätzen. Ich komme nicht ganz drum rum, weil aus dem einen Grund haben wir so wahnsinnig viele Jungmusiker haben. Ich denke, das ist einfach nur ein Applaus vor. Das waren sehr richtig gut. Aber da es nach wie vor Jungmusikanten sind, haben die leider das Pech, irgendwann aus der Jungkapelle austreten zu müssen, wollen, können, dürfen, genau. Es ist bei uns so geregelt, dass die quasi ab dem 18. Lebensjahr, also man ist ja dann quasi schon in der Hauptkapelle, und ab dem 18. Lebensjahr darf man dann quasi aus der Jungkapelle austreten. Manchmal fällt es schwer, manchmal freut sich ein bisschen, aber ich denke, für die meisten ist es natürlich schwierig. In der Jungkapelle ist man trotzdem einige Jahre, in der Regel so zwischen 5 bis 6 Jahre verbringt man die Jungkapelle. Und ich denke, es ist eine ganz nette Zeit, wo man einfach auch mit anderen Musikvereinen verbringt. Das haben wir schon meistens mit euren Musikvereinen unterwegs. Und das ist einfach so die Verbindung zwischen unseren 5 Musikvereinen hier. Und ich finde es immer schön, dass wir das haben. Und ich finde es auch einfach schön, dass wir so viele Musikanten haben. Wir haben zwar das Vororchester gesehen, das sind die ganze Menge aus den 5 Vereinen. Jetzt haben wir dann die Jungkapelle, das sind so die Halberwachsene von den 5 Vereinen. Und trotzdem haben wir natürlich immer wieder Leute, die quasi ausscheiden. Und einfach um ein kleines Dankeschön dazu sagen, möchte ich euch schnell nennen, wir dürfen aufstanden und dann wollen wir ein kleines Präsent. Das ist zum einen die Clara Ammann an der Klarinette. Der Emil Burger am Tenor. Marie Eberle an der Klarinette, die entschuldigt sich heute leider, weil sie krank daheim ist. Dann haben wir Franziska Reis. Lucy Schäfer. Dann Dürfen. Und für die 200. Und für die Schwester gewonnen. Ich habe noch ein herzliches Dankeschön für die Zeit, die ihr in Jukka verbracht habt und einfach mit den anderen Musik gemacht habt. Und es ist natürlich für uns 5 Vereine aber ein wahnsinnig tolles Bild, wenn man die Jukka wieder so wegschickt und so ein großer Haufen, die so Musik macht. Danke. Dann dürft ihr aber auch noch vorne sitzen. Ich komme jetzt im Namen von allen, die Geschenke haben überreicht. Am besten noch drei. Natürlich haben wir auch eine Zugabe für Sie vorbereitet. Also, wenn Sie schon das natürlich. Ja. Als Zugabe haben wir unser Stück ausgesucht. Darüber freut sich vor allem die tiefe Register. Das Stück heißt The Bassman. Und sonst sind wir in der Probe vor allem Meisterhafter, wenn wir nichts zum Spielen klettern. Viel Spaß dabei.
Thank you.
Servus und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch hier zum dritten Teil des heutigen Konzertabends. Es ist mal wieder wunderschön, hier oben zu stehen und eine volle Halle vor sich zu haben. Ganz fantastisch. Wir haben es wirklich 2 Jahre lang vermisst. Was sich nicht geändert hat in den 2 Jahren, ist, dass immer noch die gleiche die Moderation da oben machen muss. Ich weiß auch nicht warum. Das ist halt so. Ja. Mit Bayern Burgen Blasmusik haben wir diesen Konzertteil eröffnet. Und Bayern Burgen Blasmusik ist sowas wie die Hallo-Wach-Melodie von unserem Dirigenten Florian Obringer. Diese Melodie ist die Titelmelodie einer Radiosendung im Bayerischen Rundfunk, die von Georg Ried moderiert wird. Und der Florian hat sich zu einem Ritual werden lassen, sich von dieser Melodie am frühen Sonntagmorgen ca. um 11 Uhr wecken zu lassen. Ja, aber er wollte uns damit wach machen und ich hoffe auch Sie, denn wach müssen wir jetzt sein. Und zwar für das zweite Stück, da nimmt uns der Komponist Jakob De Haan mit auf eine Zugreise nach Oregon und wir werden da schließlich nichts verpassen von dieser Reise. Oregon haben wir schon mal im Programm gehabt, vor ganz, ganz vielen Jahren. Damals noch unter der Leitung von Alfons Müller. Und der Flo hat dieses Stück wieder aus dem Archiv befreit. Und ich muss sagen, wir sind nicht die einzige Kapelle, die dieses Stück ausgraben hat. Ich habe mindestens 3 Programme im Vorfeld von irgendwelchen Benachbarten, den Musikvereinen gesehen, die dieses Stück auch im Programm haben, was natürlich für das Stück Oregon spricht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Restkonzertabend mit Musikverein Haselweiler und viel Spaß auf unserer Bahnreise durch Oregon. Danke!
Schönheiten steht auf dem Programm. Und bei diesen amerikanischen Schönheiten handelt es sich nicht um irgendwelche leicht bekleideten Mädchen bei irgendwelchen dubiosen Misswahlen. Nein, selbstverständlich handelt es sich um Musik, und zwar aus genau 6 Hits aus den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Naohiro Iwai hat aus diesen Melodien ein wunderschönes Metal für Blasmusik arrangiert, und wir wünschen euch viel Spaß mit den American Beauties. Thank you.
Thank you.
Ja, wir sind alle auf Ihre Programme schon sehr gehört. Wir kommen heute auf unseren dritten Schüler von Siegfried Naseweiler, der Burg Ehrunger. Nun hatte es dank Corona dann 2 Jahre kein Konzert. Das heißt, dieser Block fällt heute ein bisschen größer aus. Dafür möchte ich die Frau entschuldigen. Nichtsdestotrotz ist es so, jeder dieser Musikanten, der da heute gehört hat, hat diese paar Minuten, die er jetzt hier oben kriegt, mehr als verdient. Und darum freue ich mich ganz arg, dass wir heute endlich wieder Ehrungen durchführen können. Vom Kreisverband ist der Peter Zauber da, der wird das Ganze durchführen. Peter, das kannst du mir auch. Thank you.
ist sie bereits jetzt aktives Ausschussmitglied. Sie kann von allen analytisch erlachen, wenn ich das sagen lassen. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das dabei hast, nämlich der ständige Begleiter, das Timo Kuhn. Das ist gut. Schade. Ja, das ist jetzt auch noch sehr gut. Ja. Gut, dann die Sophia Biosa. Sie ist seit 2022 ganz frisch und neu Schriftführerin und ist auch sonst im Verein als Schriftführerin tätig. Vielen Dank hierfür. Und dann der Raphael Dorn, das ist der jüngste der Baumgruppe, habe ich mir sagen lassen. Und es ist der Sohn vom Vize. Und der Vize von Quinti, der Salzjungin. Also du bist bestens versorgt. Auch hier recht herzlichen Dank. Kommt der Marcel Lieberle. Er ist auch seit 2022 aktives Ausschussmitglied. Er ist der Wirt im Musikheim und sorgt auch ansonsten immer dafür, dass niemand durstig nach Hause gehen muss. So, zum Nummer 20 Jahre aktives Musizieren. Das sind tatsächlich viele: Tamara Probst, Marion Weber, Elisabeth Wieland, Stefan Probst und unser Michael Liebele. Ja, die Tamara Probst ist die gute Seele des Trompetenregisters, organisiert und macht alles für sie. Genau so ist es. Am Maifest ist sie zuständig für die Kuchentheke. Sie isst demnach auch gern Kuchen, lieber Kuchen als zum Beispiel Currywurst. Und was sie auch macht, sie schaut nach, dass der Kienheimer Wein unter die Leute kommt. Also lauter tolle Sachen. Dann die Marion Weber, die kommt vom Vorverein aus Bein, da war sie 18 Jahre in Bein beim Musikverein, seit 2018 ist sie in Hasenwäldern und hat sich sehr schnell und für den Verein sehr gewinnbringend integriert. 2008 bis 2017 war sie sogar Jugenddirigentin in Bein, spielt die Piccolo-Flöte, das haben Sie ja gehört, und zur Freude vom Dirigenten Florian Obinger, der manchmal am Tinnitus rummacht. Sie gehört zu den treuen Musikerinnen, die trotz Kinder ja, zuverlässig dabei ist. Ja. Dann die Elisabeth Wieland. Sie war von 2009 bis 2013 in den Karverwalterin. Seit 2015 ist sie erster Vorstand vom Förderverein und ganz wichtig für den Musikverein ist, dass sie seit Jahren den Kartenvorverkauf vom Maifest, von den Maifestveranstaltungen organisiert. Wichtige Sache, da kommt Geld rein. Nun zur ganz linke, zum Probstück. Also, er packt jederzeit mit an, wann es immer was zum Helfen gibt. Er spielt zusätzlich noch in der Geburtenmucke und bei dem fantastischen Bier. Da habe ich auch ein paar Mal gehört, das ist echt ein super Kombo. Stets ist er auch dafür verantwortlich, dass der gesellige Teil des Musikantendaseins unterhaltsam bleibt. 2012 bis 2016 war er sogar Jugendleiter. Und man hat mir noch zugeschickt,
der trockenste Humor vom gesamten Musikverein.
Aber, lieber Thomas, geirrt wirst du heute Abend so 30-jährige Praktik musizieren, was ja auch wichtig ist. Und hierfür ein herzliches Dank. Und jetzt durfte ich eine vorlesen. Eine Urkunde für 30 Jahre Aktivitätigkeit zur Förderung der Musik wird die ehrenamtliche Goldverdienung in Würdigung der Verdienststrich der Basismusikverband Baden-Württemberg dank der Anerkennung aus Göppingen des 12. November 2022. Recht herzlichen Glückwunsch. Wir sind tatsächlich fast wohl Richtung 40 unterwegs. Ist er der Jugendleiter vom Musikverein.
seit mehreren Jahren schon maßgeblich für die Organisation der JUKA verantwortlich. Wir haben es alle gesehen, mittlerweile ist der Dirigent unserer Jugendkapelle die Vier. Und ganz ehrlich, nochmal an der Stelle ein großes Lob an dich und die Mannschaft. Es war wirklich ein gelungener Teil solchen Abends. Er ist sehr beliebt unter den Jungmusikantinnen und Jungmusikanten. Vielen Dank für den Einsatz, den du da bringst, für die Zukunft vom Musikverein Haselreichern. Er ist ja Hausmeister im Musikheim, für Tonaufnahmen, zum Beispiel am Konzert ist er zuständig, hat das ganze Medienarchiv digitalisiert, hat diverse Filme für Jubiläum erstellt. Während der Corona-Zeit hat er die Filme von den Ausflügen online gestellt. Man konnte sie Freitagabend einsehen. Das hat mir der Flo gesagt. Der Flo hat ja die ganze Woche gezeigt. Der hat dann erst am Freitagabend googeln können. Lieber Guido, und du bekommst die 10er Fördermarke. Für 10 Jahre vorbildliche Unterstützung in der Vereinsarbeit wird Herrn Guido Ebelit die Förderung hat in Bronze verliehen. In Würdigung der Verdienste spricht der Blasensichtverband Baden-Württemberg. Danke und danke, Herr Boss. Nochmals recht herzlichen Dank für das, was du alles machst für diesen Verein. Und Luca. So, ich hoffe, es hat nicht allzu lange gedauert. Ich habe mich geeilt. Dankeschön. So, lieber Peter, von mir sage ich vielen Dank für die unterhaltsame Ehrungen, obwohl es viele waren, das ist sehr kurzweilig, böse und schnell gegangen. Dass es ganz besonders war, haben wir die Welt natürlich auch noch klein. Unter dem Punkt Ehrung steht heute noch ein weiterer Punkt an. Und zwar ist eigentlich ein erfreulicher Punkt, leider ist es allerdings so, dass ein trauriges Ereignis bei uns ein bisschen dazu geführt hat. Wir haben letztes Jahr ein sehr verdienter ehemaliger Musikant verloren und sind danach erst, man sieht es an unserem Haufen, wir sind ein relativ junger Haufen, genauso sieht es auch in der Vorstandschaft aus, ins Nachdenken gekommen, warum eigentlich jemand wie er kein Ehrenmitglied war. Und dann eingehend nochmal unsere Satzung anguckt und das Ganze studiert, was dazu nötig ist. Um ein Ehrenmitglied im Musikverein Haselweiler zu werden, muss man entweder 30 Jahre aktiv im Musikverein Haselweiler tätig gewesen sein oder außerordentlich Dienste für die Blasmusik geleistet haben. Das sind die zwei harten Fakten, die zu erfüllen sind. Dann kann man so einer Person eine Ehrenmitgliedschaft aussprechen. In den letzten 23 Jahren, seitdem das letzte Ehrenmitglied von uns ernannt worden ist, gab es nur zwei ausscheidende Musikanten, die diese 30 Jahre überhaupt erreicht haben. Und uns wollte jetzt einfach nach diesem Ereignis letztes Jahr das Licht nochmal passieren, dass mir jemand vergessen, der das verdient hat, ein Ehrenmitglied bei uns zu sein. Es sind einfach 30 Jahre, sind ein ganzes Drittel von der heutigen erwarteten Lebensdauer mit ungefähr 90 Jahren. Und das ist schon mir ganz selbstverständlich, dass meine Musikverein so lange dabei ist. Und darum freue ich mich, dass ich der Guido Ebelit auf die Bühne bitten darf. Du warst 30 Jahre im Musikverein Haselweiler aktiv,
hast Schlagzeug gespielt, das weiß ich noch, seitdem ich ungefähr so groß war. Ich war da teilweise auf der Bühne mit dabei. Genauso warst du im 90er Jahr Vorstand vom Musikverein und ich weiß inzwischen auch, was das alles mit sich bringt. Du hast lange vor Schule unterrichtet und ich weiß, dass du bestimmt genauso wie deine Söhne auch immer für Heiterkeit im Musikverein gesorgt hast. Vielen Dank für deinen Einsatz für den Musikverein und deswegen sind wir heute hier und würde dich gern zum ehrenamtlichen Mitglied nennen. Auch für uns gibt es ähnlich wie vom Blasmusikreisverband nicht ganz so nobel ausgestaltet, aber es gibt trotzdem eine Urkunde. Hiermit ernennen wir Brüder Ibel in Anerkennung seiner Leistungen für den Musikverein Haselweiler e.V. zum Ehrenmitglied. Haselweiler, der 10.12.2022. Entschieden ist, da die Wege der Rennen relativ kurz sind, wusste ich eigentlich auch ziemlich gut, was sie da dazu einkaufen kann. Papa hat sie nicht. Die zweite Person, die diese 30 Jahre innerhalb der letzten 23 Jahre überschritten hat und den Musikverein verlassen hat, ist der Josef Freitag. Der kann heute leider nicht hier sein, weil er parallel selber mit der Big Band ein Konzert hat. Und deswegen können wir das nur in seiner Abwesenheit machen. Auf der Urkunde steht es gleich drauf. Er war 30 Jahre Musikant im Musikverein Haselweiler, hat Saxophon gespielt und ich war bei ihm vorbeifahren und ihm das vorbeibringen. So, dann sind wir mit diesem Teil jetzt auch durch und können uns wieder ganz der Musik widmen. Ich darf zum Abschluss noch euch sagen, vielen Dank euch alle so, wie ihr auf der Bühne hockt. Ihr habt es euch in der Generalprobe schon gesagt, nicht ganz so einfach, ja, umso wichtiger ist mir das, was ihr alle gleich standen, warum ihr heute da wart. Vielen Dank einfach von meiner Seite nochmal und Ihnen jetzt viel Spaß mit dem Rest von uns. Ja, wenn es weitergeht im Programm, darf ich wieder was sagen. Und zwar der Hugo Schadmarsch steht auf dem Programm. Und jetzt könnte ich Ihnen erzählen, dass der Hugo Schad, ein Komponist und Dirigent der Musikgesellschaft Biberich im Kanton Solothurn in der Schweiz war. Ich könnte Ihnen auch erzählen, warum der Komponist und Ehrenmitglied dieser Musikgesellschaft Eduard Rödlisberger diesen Marsch dem Hugo Schad gewidmet hat. Kennt ihr leider nicht, weil es kein weiß. Was mich viel mehr fasziniert hat an dem Marsch, ist eigentlich die Tatsache, wie der in unser Konzertprogramm kommt. Und die Geschichte kann ich euch ganz kurz erzählen. Nämlich eine der Geirrten, unsere Trompeterin Tami, ist eines Tages bei noch einem Rundefestumzug im Biergarten vom Leibinger Zelt geguckt. Und dann ist die Musikkapelle Thaler vom Sekt gekommen und die hat diesen Marsch gespielt. Und sie war so begeistert von dem Marsch, dass sie sogar zu den Thalerfern eingegangen ist, hat sich das Notenblatt zeigen lassen, hat sich den Titel gemalt und den Komponisten. Und was noch viel extremer war, sie hat es geschafft, unseren Dirigenten davon zu überzeugen, dass wir dieses Jahr ein Konzert spielen müssen. Der Flo hat den Marsch bestellt und wir haben gewartet. Lang gewartet auf den Marsch, der hat lange gedauert, bis der aus der Schweiz raus war. Aber er ist schließlich eingetroffen, wir hatten einstudiert und wir sind jetzt alle gespannt, ob ihr genauso begeistert sind wie die Tama vom Hugo Schadmarsch.
80er Kulttour 2. Und wenn es 2 im Titel ist, dann ist davon auszugehen, dass es auch einen ersten Teil gäbe. Und dem ist auch so. Der Arrangeur Timo Gras hat mit der 80er Kulttour einen Riesenerfolg gelandet. Ganz, ganz viele Blaskapelle haben diesen Titel im Programm und führen ihn regelmäßig auf. Wir haben uns nun an den zweiten Teil gewagt und bei der Probearbeit haben wir mal wieder feststellen müssen, Peter, eigentlich bist du schon ganz schön alt geworden. 80er Jahre Musik, wenn ich da in den Haufen Neigung, da sind nämlich so viele dabei, die die Titel in der Originalzeit erlebt haben. Ich schon. Ja, und wenn es auch verdammt lang her ist, so kann ich jetzt auch zu der Musik sagen, dein ist mein ganzes Herz. Und weil immer wieder Wunder geschehen, so können wir jetzt völlig losgelöst die Musik der 80er Jahre genießen. Viel Spaß bei der 80er Kulttour 2. Thank you.
Vielen Dank. Wir haben jetzt das letzte offizielle Stück heute gehört. Und so wie es sich angehört hat, freut sie sich auf jeden Fall auf den Zugang. Wie immer, am Ende von so einer Veranstaltung gilt es, Leute Danke zu sagen. All das, was ihr hier heute seht, funktioniert nicht, wenn es immer wieder ein paar Leute gibt, die sich mehr dahinter klemmen. Darum würde ich als allererstes vielen Dank an unsere Dirigenten sagen und deswegen auch der Guido, Manuela und der Flo kurz zu mir bitten. Das ist geschickt, sind nicht alle bei uns hochbequem. Genau, vielen Dank euch drei. Ich weiß, die Probearbeit ist immer ganz einfach. Und dieses Jahr, gebe ich das auch persönlich zu, ging es auch bei mir ein bisschen länger, nachdem man dann noch 3 Jahre nicht so viel gemacht wie die Zeit zuvor. Und darum vielen Dank, dass das dieses Jahr wieder durchzogen hat. Für jeden eine Kleinigkeit dabei, lieber Marcin, hättest du mir kurz das erste Ding. Guido, für die Kleinigkeit auf der Weg, vielleicht brauchst du einen Nachbarn. Oh, Manuela, auch für die Kleinigkeit. So, als nächstes stand auf meinem Zettel die Ansage, die heute alle dabei waren. Da darf ich bei mir mal der Petra vorbitten. Und von der Jukka vom Vororchester, die darf ich genauso zu mir kurz vorbitten. Peter, du magst, ich kann das jetzt so gut wie du, darum bin ich sehr dankbar, dass du das jedes Jahr machst. Und darum haben wir auch für dich auf der Weg eine Kleinigkeit dabei. Dankeschön. Sind die anderen in dem Fall vermutlich... So, liebe Lara, lieber Jonathan, lieber Fabian und lieber Kabinian, vielen Dank, Ethan, Ehren, vielen Dank! Ja, vielen Dank euch, ihr habt das halt super gemacht, sicher, ihr wart wahrscheinlich besser vorbereitet wie ich. Mir ist vorher noch gesagt, war der Flug kann den meinen Bruder machen, aber es ist halt so cool. Vielen Dank, aus meiner Sicht habt ihr das halt alles super gemacht und das ist euer Applaus. So, dann bleibt mir noch vielen Dank Ihnen alle, dass Sie uns heute besucht haben, weil das schönste Konzert ist nur dann schön, wenn auch der Raum voll ist. Und ich finde, das hat heute super geklappt und das mit dem Applaus hat sie auch hervorragend gemacht. Kommen Sie alle gut heute noch, wenn es soweit ist, durch den Schnee.
Und jetzt ist doch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich mal darauf hingewiesen habe, nachdem jetzt so viel Musik zwischendurch passiert ist, schon denkt, ich mache es jetzt am Schluss einfach nochmal. Draußen steht der Spettertuber, wenn sie nachher rauslaufen und denken, oh, da bin ich jetzt schon vorbeigelaufen und haben gar nichts reingeschmissen, darf ich sie gerne noch machen. Und dann gibt es noch eine ganz Kleinigkeit in eurer Sache, sie haben es schon alle gesehen, auf der Tische liegen überall die Flyer von so Rheinfest-Exkursion. Bei uns ändert sich die Kleinigkeit, wir haben früher 4 Tage-Fest gehabt, wir haben in Zukunft nur noch 3 Tage. Das hat diverse Gründe, das heißt, wenn sie zu uns kommen werden, dann muss sie sich sputen und gleich dabei sein, das lohnt sich. Am Sonntagabend haben wir wie immer Kabarett, das ist dieses Jahr Wolfgang Heyer. Da sind auch ab sofort Karte erhältlich, wenn sie da Interesse haben. Das ist auch ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk. Die gibt es auch nachher draußen zu kaufen bei Lisa. Die ganze Woche alle schon sehr live in Farbe hier vorne. Dann wünsche ich Ihnen alle, wenn es soweit ist, schöne Weihnachten und heute gute Heimfahrt. So, ja, wie gesagt, Zugabe gibt's und da möchte ich vorher noch kurz was sagen, und zwar zum Fondorchester. Die haben natürlich von meinen Begriffen die weltbeste Zugabekette, die man heute überhaupt was bringen kann, Weihnachtslieder. Es gibt nichts Schöneres wie Weihnachtslieder. So, aber auch die Jukka hat mit Carpe Diem uns ein Motto mit auf den Weg gegeben: Genieße den Tag. Besser kann man eigentlich eine Zugabe nicht gestalten. Und wir spielen jetzt Opla di Opla da. Ja, aber wenn man in den Textzeilen von The Beatles weiterliest, dann heißt es Life is go on. Oder wenn man es mit dem Fußballtrainer Dragan Stepanovic sagt, Leben geht weiter. Dieser Ausspruch soll übrigens in Zukunft das Motto der deutschen Nationalmannschaft werden. Wir machen aber lieber Musik und darum wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Beatles und Opla di Opla da.
Liebe Gäste, erzählen Sie uns den kleinen Spaß, den man gerade gemacht hat. Wir haben natürlich auch eine richtige Zugabe dabei. Und zwar, weil das Jubiläumsjahr der Gemeinde Horgenzell noch nicht ganz vorüber ist, 50 Jahre Gemeinde Horgenzell, und die Gemeinde extra einen Marsch hat komponieren lassen, der das Motto der Gemeinde trägt, nämlich schöne Aussichten. Und darum spielen wir den heute Abend auch noch für Sie. Schöne Aussichten, viel Spaß und Dankeschön, Ihr Musikverein Hasenweiler.